Artikelnummer SCP-3799. Objektklasse. Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Der Zutritt zur Crozier-Insel ist weder Mitarbeitern noch Zivilisten gestattet. Die Foundation hat derzeit eine Flugverbotszone um die Crozier-Insel etabliert und Foundation-Flugzeuge patrouillieren im Umkreis auf der Suche nach unerlaubten Eindringlingen. Unbefugte Personen, seien es Zivilisten oder Mitarbeiter, die versuchen, die Insel zu betreten, sind mit einem entsprechenden Anästhetikum zu behandeln, welches das Wissen über die Ungewöhnlichkeit des Ortes bzw. das Interesse an SCP-3799 auslöscht. Beschreibung: Bei SCP-3799 handelt es sich um eine vollständig aus Schnee bestehende, perfekt geformte Kugel mit einem Umfang von genau 6 Metern. SCP-3799 schwebt ohne erkennbare Stützen in einer Höhe von 500 Metern über der Crozier-Insel bei Grönland. Die Insel ist die Heimat von Standort 799, einer Anlage, welche der experimentellen Forschung gewidmet ist. Innerhalb von SCP-3799 befindet sich SCP-3799-1, die Leiche eines erwachsenen Mannes, welcher scheinbar eine unbekannte Variante einer Foundation-Uniform trägt. Der rechte Arm von SCP-3799-1 ragt aus SCP-3799 heraus und hielt früher eine Reihe von Dokumenten, die inzwischen geborgen werden konnten. Es wird vermutet, dass SCP-3799-1 aufgrund hohen Blutverlustes durch selbst zugefügte Wunden an den Handgelenken gestorben ist. Untersuchungen von SCP-3799 zeigen, dass es ein ungewöhnlich niedriges Hume-Feld besitzt und Versuche in SCP-3799 oder SCP-3799-1 einzudringen oder diese zu beschädigen, sind bisher alle misslungen. SCP-3799 trat erstmals am 24. Dezember 1987 während eines Experiments in Standort 799 in Erscheinung, welches Teil des Weitere Informationen auf Anordnung von O5 gelöscht Projekts war. Zugriff auf weitere Informationen ist auf das O5-Gremium und autorisiertes Personal beschränkt. Willkommen, Aufseher! Bei den folgenden Dokumenten handelt es sich um jene, die bei SCP-3799-1 gefunden wurden. Sie bestehen scheinbar aus 5 Iterationen der Datei über SCP-3799, obwohl es in der Foundation-Datenbank keine Hinweise auf die Existenz besagter Iterationen gibt. Aufgrund der enthaltenen, sensiblen Informationen in diesen Dokumenten wird das Wissen über ihren Inhalt auf die Mitglieder des O5-Gremiums und speziell autorisiertes Personal beschränkt. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen haben dazu geführt, dass das Projekt Wintersonnenwende sofort eingestellt und das derzeitige Verwahrungsverfahren geschaffen wurde. Dokument 3799-1. Artikelnummer SCP-3799. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Der Zugang zur Crozier-Insel ist mit Ausnahme des Forscherteams von Standort 799 weder Mitarbeiter noch Zivilisten gestattet. Flugzeuge der Foundation patrouillieren im Umkreis auf der Suche nach unerlaubten Eindringlingen. Alle Mitglieder von Standort 799s Forscherteam müssen sich innerhalb des Standorts aufhalten. Die Lieferung von Lebensmitteln und anderen notwendigen Hilfsgütern erfolgen ferngesteuert. Mitglieder des Forscherteams dürfen sich nur maximal 2 Monate am Stück im Standort aufhalten und müssen danach mindestens einen Monat Urlaub in einem niederschlagsarmen Gebiet machen, bevor sie in den aktiven Dienst zurückkehren dürfen. Alle Personen, die gefährliche Beeinträchtigungen der Wahrnehmung aufweisen, von welchen angenommen werden kann, dass die Folge des längeren Einflusses von SCP-3799 sind, müssen unter Quarantäne gestellt werden und unverzüglich vom Standort entfernt werden. Beschreibung: Bei SCP-3799 handelt es sich um ein meteorologisches Phänomen, welches die Crozier-Insel bei Grönland betrifft. Die Insel und das Gebiet 0,5 Kilometer vor ihrer Küste sind durch den fortwährenden Niederschlag einer Substanz betroffen, welche auf molekularer Ebene mit Schnee identisch ist, aber signifikante anormale Eigenschaften aufweist. Diese Substanz wird als SCP-3799-1 bezeichnet. SCP-3799-1 hat einen bemerkenswerten, kognitiv gefährlichen Effekt auf Personen, die sich in unmittelbarer Nähe großer Mengen von SCP-3799-1 befinden oder die SCP-3799-1 über einen längeren Zeitraum beobachten. Dieser Effekt veranlasst betroffene Subjekte, ein obsessives Interesse an der Substanz zu entwickeln, anscheinend indem diese bei ihnen intensive Freuden und Glücksgefühle sowie Erleuchtung auslöst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine Möglichkeit bekannt, um diesem Effekt entgegenzuwirken. Die Wirkung nimmt nicht mit der Zeit ab,
Ganz im Gegenteil, scheint sie sich bei manchen Subjekten sogar verstärkt zu haben. Die Erforschung eines Heilmittels ist zurzeit im Gange. SCP-3799 erschien erstmals am 24. Dezember 1987 während eines Experiments in Standort 799, welches Teil des Weitere Informationen auf Anordnung von O5 redigiert Projekts war. 14 Personen wurden dem Effekt von SCP-3799-1 ausgesetzt, bevor ein praktikables Verwahrungsverfahren implementiert werden konnte. Gegenwärtig wird Standort 799 nur für die Erforschung von SCP-3799 und potenzieller Gegenmittel verwendet. Beim derzeitigen Leiter des Projektes handelt es sich um Dr. Simon Kells, einem Spezialisten für kognitiv gefährliche Anomalien. Anhang 3799-1. Am 8. Februar 1991 berichteten Forscher von Standort 799, dass seit den Ereignissen vom 24.12.1987 3 Personen vermisst wurden. Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Wirkungsradius von SCP-3799 seitdem um 3 Meter vergrößert hat. Dokument 3799-2. Artikelnummer SCP-3799. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Standort 799 ist so schnell wie möglich zu evakuieren, da es keine bekannten Gegenmaßnahmen für das Auftreten von SCP-3799 gibt und SCP-3799-1 offenbar undurchlässig ist eine wirksame Eindämmung derzeit nicht möglich. Foundation-Schiffe sollen in einer Entfernung von 3 Kilometern um SCP-3799s Einflussbereich herum patrouillieren. Mit Ausnahme von Personal, welches an der Evakuierung von Standort 799 beteiligt ist, ist niemandem der Zutritt zu SCP-3799s Einflussbereich gestattet. Alle Mitglieder von Standort 799s Forscherteam müssen sich innerhalb des Standorts aufhalten. Sie dürfen unter keinen Umständen den Standort vor der Evakuierung verlassen. Die Lieferung von Lebensmitteln und anderen notwendigen Hilfsgütern erfolgen ferngesteuert. Alle Personen, die gefährliche Beeinträchtigungen der Wahrnehmung aufweisen, von welchen angenommen werden kann, dass die Folge des längeren Einflusses von SCP-3799 sind, müssen unverzüglich unter Quarantäne gestellt werden. Mehrere Proben von SCP-3799-1 wurden gesammelt und zu Standort 3150 transportiert. Es ist dem Personal untersagt, direkten Hautkontakt zu SCP-3799-1 herzustellen. Für Experimente mit SCP-3799 müssen alle Mitarbeiter einen herkömmlichen Gefahrengutschutzanzug tragen. Beschreibung: Bei SCP-3799 handelt es sich um ein meteorologisches Phänomen, welches ein Gebiet von etwa 6 Quadratkilometern betrifft, mit der Crozier-Insel bei Grönland als Zentrum. Dieses Gebiet ist durch den fortwährenden Niederschlag einer Substanz betroffen, welche auf molekularer Ebene mit Schnee identisch ist, aber signifikante anormale Eigenschaften aufweist. Diese Substanz wird als SCP-3799-1 bezeichnet. SCP-3799-1 hat einen bemerkenswerten, kognitiv gefährlichen Effekt auf Personen, die sich in unmittelbarer Nähe großer Mengen von SCP-3799-1 befinden oder die SCP-3799-1 über einen längeren Zeitraum beobachten. Dieser Effekt veranlasst betroffene Subjekte, ein obsessives Interesse an der Substanz zu entwickeln, anscheinend indem diese bei ihnen intensive Freuden und Glücksgefühle sowie Erleuchtung auslöst. Diese Gefühle führen bei den Betroffenen zu der Überzeugung, dass die Aktivierung der korrosiven Eigenschaften von SCP-3799-1, siehe unten, zu einer Art Transzendenz oder einer Zerstörung niederer Funktionen führt. Die Bedeutung dieser Aussagen ist uneindeutig und vage, wobei betroffene Subjekte nicht bereit sind, diese weiter zu erläutern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine Möglichkeit bekannt, um diesem Effekt entgegenzuwirken. Die Wirkung nimmt nicht mit der Zeit ab. Ganz im Gegenteil, scheint sie sich bei manchen Subjekten sogar verstärkt zu haben. Die Erforschung eines Heilmittels ist zurzeit im Gange. Aber es hat sich gezeigt, dass extreme Schmerzen und/oder Blutverlust die Intensivierung der kognitiven Beeinflussung hinauszögern können. SCP-3799-1 zeigt eine korrosive Eigenschaft, wenn es mit menschlichen Leichen in Berührung kommt. Es wandelt die Leichen allmählich in mehr SCP-3799-1 um, indem es diese auf molekularer Ebene verändert. Von SCP-3799-1 betroffene Personen verspüren den Drang, innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome sich mit SCP-3799-1 zu bedecken und an einer Unterkühlung zu sterben, um damit den korrosiven Effekt zu aktivieren. SCP-3799 erschien erstmals am 24. Dezember 1987.
1928 und war der Grund für die Umfunktionierung des seit längerer Zeit verlassenen Standorts 799 in eine Anlage, welche der Forschung von SCP-3799 gewidmet ist. SCP-3799s Einflussbereich vergrößerte sich zunächst um einen Quadratmeter für jede Person, die in Kontakt zu SCP-3799-1 gestorben ist. Seit 1952 ist die Rate auf 1 Kilometer pro Todesfall gestiegen. Aufgrund von Diskrepanzen in den Berichten in Bezug auf Standort 799 wird vermutet, dass weitere Informationen auf Anordnung von O5 redigiert. Gegenwärtig wird Standort 799 nur für die Erforschung von SCP-3799 und potenzieller Gegenmittel verwendet. Beim derzeitigen Leiter des Projektes handelt es sich um Dr. Simon Kells, einem Spezialisten für kognitiv gefährliche Anomalien. Anhang 3799-1. Mit Stand vom 23. September 2017 vergrößert sich SCP-3799's Einflussbereich scheinbar ohne die Zufuhr menschlichen Materials. Die Anomalie wurde als Keter reklassifiziert. Dokument 3799-3. Artikelnummer: Schnee. Objektklasse: Frei und rein. Sonderverwahrungsverfahren: Im Frühling gibt es Tau und Wasser und kleines, beißendes Geziefer, welches aus kleinen Winkeln hervorquillt, um zu stechen und sich zu nähren. Im Sommer gibt es Schweiß und Wurzeln und Gras und brodelnde Dinge. Die Sonne brennt und schmilzt das Leben unter ihr. Materie trocknet aus und stirbt. Im Herbst gibt es Tod und Fäulnis. Die Blätter und Bäume und Pflanzen verrotten. Die Bäume kollabieren, die Früchte platzen. Die Pusteln bluten ihre Nährstoffe auf die bellenden, hungernden Horden darunter. Im Winter gibt es nur Reinheit. Die Welt ist eingefroren. Ihre Formen sind ausgefüllt und vollständig. Der Schnee darf das andere nicht enthalten. Er muss verwandeln. Er muss verändern. Er muss alles reinmachen. Beschreibung: Du kannst den Schnee nicht sehen, oder? Nicht wirklich zumindest. Das Einzige, was du siehst, ist ein Haufen gefrorener Eiskristalle. Kristalline Strukturen, die durch eine Kombination von Molekülen auf Molekülen gebildet werden, die sich auf den Hausdächern und Baumwipfeln niederlassen. Aber wir hier im Standort 799 wissen es besser. Standort 799 weiß, dass der Schnee mehr ist. Schnee ist rein. Schnee ist perfekt. Sieh dir das Bild des Schneesturms an. Untersuche es. Da ist kein Blut drauf, kein Morast. Es ist eine perfekte Kombination aus Licht und Kristall. Reflexionen über Reflexionen über Reflexionen über Reflexionen. Schau, was es mit den Gebäuden, dem Mast, ihren Unterschieden und Fehlern macht. Ihre Unterschiede und Fehler werden geglättet, durch vollständige Varianten ersetzt. Die Welt wird von Symmetrie beherrscht. Menschen sind nicht rein. Wir bestehen aus stinkendem Lehm und brodelndem Blut, geboren aus dem Morast, der mit Schlamm und Splitt durch unsere fleischigen Adern fließt. Dehnen sich zerbrechliche Gewebestücke aus und ziehen sich in viskoser Ekstase zusammen, die ständig zwischen den Extremen von Schmerz und Vergnügen hin und her pendeln. Wir sind Komplexitäten, deren Schönheit unter Schichten abgenutzter Stoffe begraben ist, zerbrechliche Stücke unreiner Haut, die von Knochen und Bändern zusammengehalten werden. Die letzten von uns haben sich hier versteckt. Wir versuchten zu widerstehen, aber es war sinnlos. Ich sehe jetzt, dass es von Anfang an keinen Sinn hatte. Wir können hinaus in den Schnee treten. Wir können das Licht sehen, wie es hätte sein sollen. Unsere höheren Funktionen werden ihm gegeben. Unsere niederen Formen werden als Brennstoff und Substanz wiederverwendet. Wir werden als Licht und Klang wiedergeboren. Ein goldener Vogel auf einem Ast. Die achtfachen Wände des Grabes von Timur, die eine vollkommene kosmische Ordnung repräsentieren. Nicht aus Sand, Stein und Kobalt, sondern aus den immateriellen Umrissen und Farben der höheren Formen. Schnee ist Perfektion. Schnee ist eine Ablehnung des Lebens mit all seinen Ausreden und kleinlichen Argumenten. Schnee ist wahr und objektiv und unbekümmert. Es ist Zeit, in die weißen Felder zu gehen und zu meinem Schicksal.
Ich bin der Letzte. Ich habe diesem Nirvana widerstanden und wie ein Bodhisattva blieb ich zurück, um andere zu unterrichten. Kommt, ihr alle, die ihr euch anstrengt und schwer belastet seid. Nährt es und macht das Füttern überflüssig. Ich gehe jetzt nach draußen und werde wohl einige Zeit dort sein. Dokument 3799-4. Artikelnummer SCF-3799, Objektklasse, Blizzard, Sonderverwahrungsverfahren. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, SCF-3799 einzudämmen. Das Hauptziel der Snow Containment Foundation ist es, eine weitere Expansion von SCF-3799 zu verhindern und eine Methode zur Neutralisierung zu finden. Zu diesem Zweck wurden insgesamt 54 Standorte in allen drei von der SCF verwalteten Zonen Tibet, Uiguristan und Devastan eingerichtet, um Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit SCF-3799 durchzuführen. Beschreibung: Bei SCF-3799 handelt es sich um einen Schneesturm, der derzeit 28% der Erdoberfläche bedeckt. Dieser Schneesturm besteht aus einer Schneeform, die als SCF-3799-1 bekannt ist. SCF-3799-1 enthält eine signifikante kognitiv gefährliche Wirkung auf Personen, die ihm ausgesetzt sind. Als dem Objekt ausgesetzt gelten Personen, die sich in der Nähe größerer Mengen von SCF-3799-1 befinden oder SCF-3799-1 über längere Zeit beobachten. Die kognitive Wirkung veranlasst betroffene Subjekte, ein religiöses Interesse an SCF-3799-1 zu entwickeln und es schließlich als einen von den Göttern geschenkten Stoff zu verehren. Dieser soll es dem Individuum erlauben, irdische Bindungen zu überwinden. Der einzige bekannte Weg, diesem kognitiv gefährlichen Effekt entgegenzuwirken, ist das Zufügen von starken Schmerzen oder extremem Blutverlust. Diese Techniken haben jedoch nur eine aufschiebende Wirkung und können den kognitiven Einfluss nie ganz auslöschen. SCF-3799 zeigt eine korrosive Eigenschaft, wenn es mit menschlichen Leichen in Berührung kommt. Es wandelt die Leichen allmählich in mehr SCF-3799-1 um, indem es das Subjekt auf molekularer Ebene verändert. Von SCF-3799-1 betroffene Personen verspüren den Drang, innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome einer kognitiven Infektion sich mit SCF-3799-1 zu bedecken und zeigen eine große Begeisterung darüber, durch Unterkühlung zu sterben und SCF-3799-1 korrosiven Effekt zu aktivieren. Der Ursprung von SCF-3799 ist unbekannt. Das Datum des ersten Auftretens von SCF-3799 ist unbekannt, aber es wird angenommen, dass es schon lange vor der Entwicklung des modernen Menschen passiert ist. Es wird vermutet, dass der Ursprung von SCF-3799 auf der Weltinsel vor der Nordwestküste der dänischen Kolonie Eriksland lag. Aufgrund ihrer besonderen religiösen Bedeutung für die Kulturen der ganzen Welt wird die Weltinsel von keiner Regierungsbehörde als Territorium beansprucht. Bis 1950 war der SCF-Standort 799 auf der Weltinsel aktiv, um SCF-3799 zu studieren und einzudämmen. Es ist nicht bekannt, wann oder warum Standort 799 ursprünglich gebaut wurde, aber es wird vermutet, dass er schon lange vor Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1802 existierte. Wie allgemein bekannt ist, ist SCF-3799 der Brennpunkt für die überwiegende Mehrheit der Weltreligion, insbesondere für den Asperianismus und den Kult des Weißen Propheten. Das Wissen über SCF-3799 ist öffentlich zugänglich und eine große Anzahl religiöser Gruppen hat seit jeher Einzelpersonen SCF-3799 geopfert. Wie auch allgemein bekannt ist, haben sich praktisch alle politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte auf SCF-3799 und Möglichkeiten konzentriert, wie man am besten genug Treibstoff für sein kontinuierliches Wachstum bereitstellen kann. Trotz oft widersprüchlicher Beweise wird angenommen, dass SCF-3799 den zeitlichen Ablauf der Menschheitsgeschichte erheblich verändert hat. Dies ist auf mehrere unerklärliche Elemente der Weltgeschichte zurückzuführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Fehlen jeglichen kulturellen Austausches zwischen den indigenen Völkern Amerikas und Afro-Eurasiens, obwohl viele Jahrhunderte lang beide Gruppen die Weltinsel zu religiösen Zwecken besuchten. Der Fortbestand der devitischen Zivilisation, trotz umfangreicher Berichte, die ihren Untergang beschreiben. Es wird vermutet, dass die anormalen Effekte von SCF-3799 dazu beitrugen, die Stärke der potenziellen Rivalen der Deviten abzuschwächen.
Insbesondere die Stämme der Keraiten sind dafür bekannt, dass ihre militärische Stärke durch Opfer an SCF-3799 oftmals erschöpft wurde. Warum Standort 799 so benannt wurde, obwohl er als älteste SCF-Basis mehrere hundert Jahre älter ist als jeder andere Standort. Die Existenz der 3922, 1950, 240, 33 Anomalien, die derzeit von der Snow Containment Foundation verwahrt werden, obwohl die Eindämmung von SCF-3799 immer ihre einzige Aufgabe war. Die Existenz der Snow Containment Foundation an sich, da es keine historischen Aufzeichnungen über Personen gibt, die gegen die Existenz von SCF-3799 sind oder die etwas anderes als totale Hingabe gegenüber SCF-3799 demonstriert haben. Mehrere Dokumente, die sich auf eine SCP-Foundation beziehen, obwohl es noch nie eine solche Organisation gegeben hat. Das Fortbestehen der menschlichen Spezies im Kontrast zu der Anzahl an Personen, von denen man annimmt, dass sie während der letzten 5000 Jahre innerhalb von SCF-3799 gestorben sind. Es wird vermutet, dass die Dateien der Snow Containment Foundation über SCF-3799 mehrfach von Personen manipuliert wurden, die von SCF-3799-1 betroffen waren. Anhang 3799-1. Am 14. Juni 2017 entdeckten die Forscher der Snow Containment Foundation eine starke Energiesignatur, welche von einem Punkt genau 500 Meter über dem ehemaligen Standort 799 ausging. Wegen der offensichtlichen Änderungen in der Zeitachse, die durch SCF-3799 verursacht wurden, wird angenommen, dass Daten auf Anordnung des Snow 5 Gremiums redigiert. Anhang 3799-2. Warum versuchen wir es überhaupt? Es ist jetzt bei 44% und es bleiben nur noch ein paar Wochen. Wie hat das Ganze bloß angefangen? Wann hat es angefangen? Warum sind wir überhaupt noch am Leben? Vielleicht sollten wir einfach aufgeben. Nach draußen gehen und uns einfrieren. Vielleicht ist das unser einziger Daseinszweck. Als Treibstoff zu enden. Anhang 3799-3. Ich glaube nicht, dass es noch viele von uns gibt. Standort 112 und Standort 3150 sind noch da. Einer davon beherbergt kleine Flugzeuge und der andere ist dort, wo ich bin. Alle anderen hier sind inzwischen nach draußen gegangen. Ich kapiere nicht, was ich hier lese. Ich weiß nicht, wer diese Völker und Zivilisationen sein sollen. Die menschliche Spezies war schon immer in den Standorten eingeschlossen. Das ist alles. Das ist alles, was es je gegeben hat. Den Schneefall und die Foundation. Was bedeutet das alles? Dokument 3799-5. Dies war das letzte Dokument, das von SCP-3799-1 geborgen wurde. Es wird vermutet, dass es von SCP-3799-1 selbst in den letzten Stunden seines Lebens geschrieben wurde. Artikelnummer. Gefickt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Objektklasse. Apollyon oder Blizzard oder was weiß ich. Sonderverwahrungsverfahren. Wir versuchen es aufzuhalten und wir glauben, dass wir wissen, wie es geht. Beschreibung. So, die Scheiße will nicht aufhören. Wir haben alles versucht. Wir haben es mit Opfern und Ritualen versucht. Wir haben Dinge draufgeworfen und alle starben sie. Wir haben nichts mehr. Aber schlussendlich haben wir herausgefunden, wie es gehen kann. Und ich bin auf dem Weg, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es gibt da diesen Punkt hoch, hoch oben. Und von daher kommt es. Es hat irgend so eine seltsame Zeitscheiße in sich. Das ist das, woran Kels und seine Kumpels gearbeitet haben. In einer alten Realität. Und jetzt existiert es überall. Es ist eine Idee. Eine Idee, die sie geschaffen haben, die die Gegenwart und die Vergangenheit und alles auffrisst. Es verändert. Verändert Geschichte und macht alles langweilig und einheitlich und oh, so verfickt prätentiös. Und wir waren es, die diese Scheiße gemacht haben. Wir haben es geschaffen. Sie versuchten, all die Anomalien loszuwerden, die es je gab, um die Welt daran zu hindern, jeden zweiten Tag einen neuen Tod zu sterben und wieder einige ruhige Tage zu haben. Aber es hat nicht funktioniert. Das ist es, was Kels getan hat. Die ganze Zeit über haben wir vor ihm die Augen verschlossen. Sie wollten eine Welt,
in der sie nicht für ihr Abendessen arbeiten mussten. Sie wollten Reinheit und sie bekamen Reinheit. Scheiß drauf. Ich hab nicht die leiseste Ahnung, was vorher real war. Alles, was ich weiß, ist, dass es nicht funktioniert hat. Denn das hier ist nicht, was Leben sein sollte. Wir bestehen aus Blut und Dreck und Ficken und dem süßen Geschmack von Wein und dem Duft von Weizen auf den Feldern zu Hause. Leben. Und dieses Ding ist nicht das Leben. Dieses Ding ist frei von unseren nutzlosen Unvollkommenheiten. Irgendein Roboter-Ding, das unsere Köpfe benutzt, um seine hochtrabende, verfickte Schönheit zu erschaffen. Es kann kein Gedicht schreiben, weil es denkt, dass Kunst nur aus Bildern und luftiger, magischer Fickerei besteht. Kunst ist Leben. Shakespeare hat Hopfen angebaut, um Himmels Willen. Wir leben und wir sterben und wir rühmen uns in dieser verdammten Schöpfung. Und dieses Ding wird uns all das nehmen und es zerhacken und zu einem Haufen gerader Linien und Berechnungen machen. Gut? Scheiß drauf! Ich gehe da rein in die Quelle, wo es zuerst herkam. Ich werde in seinen Bauch ausbluten und es davon abhalten, jemals funktioniert zu haben. Ich werde dieses Flugzeug in das Herz von diesem Ding hineinsteuern, meine Augen und meine Haut bedecken und dann, wenn ich mitten in seinem Wanst bin, schlitze ich mich auf und gebe ihm all das, was es hasst. Blut, Lebenszeugs, voller Treibstoff und Abfall. Es wird das hassen. Es hasst Blut und Dreck. Es wird nicht damit zurechtkommen. All diese Veränderungen, all der Scheiß, den es in der Zeit und Raum angestellt hat, wird am Ursprung abgewürgt. Das hier ist mein Testament. Ich habe alle Kopien von diesem Ding, alle Iterationen gesammelt. Ich habe die Archive durchsucht, die Orte, an denen der Schnee seinen Job nicht richtig gemacht hatte. Und nahm diese Geister mit, diese Stimmen von dem, was einmal war und jetzt nie war. Ich nehme sie mit mir. Und wenn ich diese CK-Klasse-Scheiße überlebe, wird sie vielleicht jemand finden. Die Welt, die war. Die Welt, die diese Arschlöcher erschaffen haben. Erinnere dich an uns.